Hey Leute, willkommen zur normalen Folge von A. Und ich habe gesagt, letztes Mal gehen wir da hinten lang. Deswegen gehen wir jetzt da hinten lang. Ich habe die letzten vier Folgen einfach nur Glück des Lebens gehabt. Hatte ich nicht. Ich will jetzt erstmal wieder mich ein bisschen ausrüsten. Heißt, ich werde mir jetzt erstmal Leder ein bisschen suchen wieder. Und werde mir dann erstmal wieder Rüstung machen, weil ich habe noch ein bisschen was gerade. Und dann werde ich weiter gucken. Na? Ja. Das sieht echt sicher aus. Okay, na ja, gut, ne? Na, da unten ist halt gar nichts, ne? Nichts sehe ich. Okay, war ja easy. Okay. Ich frage mich, ob ich runter soll oder ob ich oben bleiben soll. Ich glaube, gegen runter spricht gar nichts. Ich gehe mal runter. Bisschen eine Verkundungstour. Hier wird ja schon kein T-Rex vorbeilaufen. Ich könnte auch hier erstmal kurz bleiben und mir Metallsachen machen, ne? Aber hier ist so dunkel, hier sieht man gar nichts. Warum sind da zwei Schildkröten, aber kein... Oh, ein Triceratops! In einem Okay-Gebiet. Das glaube ich ja gar nicht. Also es scheint hier nicht so viel zu sein. So ist immer eine Schildkröte, aber sonst... sehe ich hier nichts Schlimmes. Ich bin einfach am Anfang in die falsche Richtung gelaufen. Mehr war es nicht. Alter, geil. Du kommst hier wahrscheinlich nie raus. Und letztendlich ist das hier nicht mein Problem, sondern dein Problem. Welches Level bist du? Ah, noch Level 50, das geht sogar. Also es ist auch ein bisschen Arbeit jetzt, aber... aber das geht. Okay, weißt du was? Da oben ist auch nur ein... Oh, hier ist echt angenehm. Oh mein Gott, ich sollte mich trotzdem ein bisschen beeilen wahrscheinlich. Und dann brauche ich jetzt noch Stein. Okay. So, das ist da oben. Oh, das könnte ein Problem werden. Aber dann darf ich einfach noch nicht zu nahe kommen, dann passt alles. Ja, der könnte ein kleines Problem werden. Aber das ist jetzt nicht so unglaublich schlimm. Er ist jetzt kein T-Rex, also das sollte kein Problem sein. Imagine, jetzt kommt ein T-Rex runtergelaufen. Hey, du hast mich vermisst, oder? Alter, kann ich einmal mal was gut laufen? Okay, da schmeiß ich jetzt das Fleisch rein. Das Holz. Viel Spaß beim Braten. Da schmeiß ich das Verrottete rein, was ich noch nicht habe. Gehen wir nochmal ein bisschen Stein holen und dann kann ich eigentlich schon versuchen, den Triceratops zu zähmen. Mit Stein und Pfeilen dann. Sollte reichen. Oh mein Gott, oh boah. Er ist halt wirklich runtergekommen. Alter. Der darf halt nicht zu nahe kommen, das ist das Problem. Wenn du dem zu nahe kommst, ach, das sind mehrere gewesen. Wenn dem zu nahe kommt, dann greift er an. Das ist das Problem. Oh, bitte jetzt nicht, Alter. Kannst du nicht ein bisschen weiter weggehen? Oh mein Gott. Das ist jetzt zwei Sinn, ist nicht geil. Das ist echt überhaupt nicht geil. Alter, geh doch einfach mal weg, Junge. Ich will nichts von dir. Welches Level bist du denn? Vielleicht kann ich dich ja sogar... Oh, Alter, ich glaube nicht, dass ich den machen kann. Bin ich aber auch ehrlich. Ich glaube, der kann halt mich easy machen. Aber den könnte ich halt eigentlich auch ziehen, dann habe ich einen echt starken Verbündeten. Aber ich bräuchte halt die Pfeile erstmal dafür. Aber die kann ich mir auch nicht machen. Jetzt ist der zweite auch noch runtergekommen. Ja, okay, ist ja gut. Wisst ihr, da oben ist genug Platz, dass sie da oben bleiben könnten. Nein, was passiert? Sie springen beide runter. Kann ich dich hier irgendwie weglocken? Laufen die da perfekt über den Stock drüber oder nicht, ist die Frage. Oh, Alter. Ja, macht's euch einfach bequem auf meinem Lagerplatz. Ist das okay für mich? Am Ende machen die halt wirklich nichts mehr, aber... Alter. Okay, ist runtergefallen. Das könnte okay sein. Kommst du da hoch oder nicht? Thank you.
Und ich hätte das Schild lang genug, ey. Okay. Level 20 bist du gewesen, ey. Der andere ist wohin? Jetzt wieder drüben. Seid so dumm. Ach, Kacke, ey. Mann, ich möchte nicht in der Dunkelheit kämpfen gegen den. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber ich möchte auch nicht in der Dunkelheit bei dem sein. Dann fahre ich jetzt für ein paar Pfeile. Weil warum denn auch nicht? Wo ist er hin? Wo ist der Kumpel, den ich gerade weggemacht habe, den einen? Wo sind die zweite Art von dem hin? Ah, die sind mal, okay. Hätte eventuell Hoffnung, dass der nicht mehr da ist. Weißt du was, ich schieße es auch noch auf den, weil Pfeile kosten sich die Welt. Vielleicht kann ich den auch noch umbringen. Aber ich hasse es, in der Nacht zu kämpfen. Weil ich Angst habe, dass ich ihn dann nicht mehr sehen kann. Ey, wenn der jetzt erstmal wegrennt, ist das keinerlei Problem für mich. Also wirklich keinerlei, aber wenn der jetzt gleich zurückkommt, bin ich triggered. Da. Ja, auf jeden Fall nicht. Ich sehe den Fall gar nicht, ne? Erst wird das Licht dann noch. Zehn reicht halt gar nicht. Es reicht halt wirklich wahrscheinlich überhaupt nicht. Boah, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß echt nicht. Ich hole mir nochmal einen Stein. Oder sammle die auf, die hier am Boden liegen. Wenn ich darf. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Weil meine eine Hand hält das Schild, die andere Hand hält die Fackel, aber. Soll mich nicht stören, I guess. Was bist du denn für ein kleines Viech? Hä? Lol. Es gibt Otter in dem Spiel. Aber ne, man lernt immer aus. Man lernt nie aus, meine ich. Okay, ich gehe jetzt hier hoch. Fall nochmal runter und gehe nochmal hoch. Und hoffe mal, dass da oben nichts ist und ich da von da oben einfach mal schießen kann. Ne? Machst du gerade meine Sachen kaputt da hinten? Er hat mein Feuer aus. Boah, was, seit wann machst du Feuer aus? Ist er denn? Da bist du, ich sehe dich. Nein, anscheinend doch nicht. Muss ich jetzt echt in der Nacht machen, ja? Wo bist du? Zeig dich. Ich sehe ihn halt wirklich nicht. Ah. Geile Aufnahme. Ich sage euch Bescheid, wenn er am Boden liegt, ja. Ich glaube, bis dahin skippe ich vor. Also falls er am Ende am Boden liegt. Ich verstehe nicht, warum die einfach wegrennen nach 6 Steinen. Ist er ins Wasser gefallen? Ist wieder heller, ne? Ich glaube, der ist einmal ins Wasser gefallen, oder? Warum springt er denn einfach absolut komplett bescheuert ins Wasser rein? Warum ist überhaupt Nacht, ey? Oh, es regt mich schon wieder alles auf. Es ist ein schönes Spiel, es macht Spaß. Ich kann cutten. Ich kann den Leuten zeigen, was ich möchte. Vor allem ist hier aber auch der andere Typ irgendwo. Na, da ist der andere. Ja, grüß Gott. Ja, als wenn ich den getroffen hätte. Es ist halt einfach. So dumm, Dinos zu zähmen. Wieso kann das denn? Das kann doch gar nicht so schwer sein.
Also ich hätte natürlich Wege, ich könnte natürlich auch Bärenfallen und so aufstellen und die dann da reinlocken und dann wäre es einfacher, die zu zähmen. Aber warum rennen die dann nach 4 Steinen schon weg? Weil ich weiß, dass sie noch nicht gezähmt dann sind. Ja, wo ist jetzt schon wieder hin? Boah, Leute, ihr macht mich wirklich fertig. Wisst ihr das? Oh. Hi. Kommst du hier irgendwo raus, mein Guter? Oh, das ist gut. Aber auch schlecht. Ist jetzt rausgekommen? Ja, ne? Aber wieso ist der denn weg? Bist du einfach weggerannt, oder? Wo playst du mich gleich und schlägst mich ins Wasser zurück? Oh mein Gott. Ah, da bist du. Ey, what? Gehst du gerade wieder ins Wasser rein? Also wirklich, ne? Also ich kann euch echt nicht helfen. Nein, da bist du! Spring! Nein! Ich bin zurückgesprungen. Aua. Ey, wirklich. Boah, ich kann's gar nicht mehr erzählen. Dir ist kalt, such ein wäre mein Ort auf. Ach so. Wo ist mein kaputtes Feuer? Auf der anderen Seite. Okay. Dann warte ich eben bis zum Morgen.